Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um schweres Gartengerät. Na, so schwer ist es gar nicht. Von DocSmart habe ich hier eine kleine Mini-Kettensäge, die einige Überraschungen parat hält, wie ihr gleich sehen werdet. Gleich nach dem Intro kümmern wir uns darum. Ja, solche Mini-Kettensägen werden immer beliebter in den deutschen Gärten, sage ich mal. Ja, nicht nur in den deutschen, sondern generell rund um die Welt gilt das. Es sind unwahrscheinlich hohe Absatzzahlen von diesen Geräten zu verzeichnen, weil die einfach wesentlich besser geworden sind als die ersten Geräte, die jetzt, sage ich mal, vor 2-3 Jahren auf den Markt geschossen sind. Und natürlich auch von den Mainstream-Herstellern wie Stihl etc. wurden die nicht großartig weiterentwickelt. Und so ist es jetzt auf dem Markt eben nicht mehr. Die Hersteller, die haben sich gehört, was wollen die Kunden denn? Zum Beispiel eine Ölschmierung wollen die mit dabei haben, dass sie nicht die Kette immer manuell schmieren wollen. Das ist hier zum Beispiel auch mit drin. Die wollen vielleicht auch ein wechselbares Schwert mit dabei haben, zum Beispiel eine 8 Zoll Länge, eine 6 Zoll Länge haben wir hier auch mit dabei. Die wollen eine zweite Batterie, einen zweiten Akku mit dabei haben, haben wir hier bei diesem Gerät auch mit dabei. Und wir wollen natürlich auch eine gewisse Kraft haben, sodass die ganze Kette nicht so wie bei den ersten Geräten, wenn ihr euch daran erinnert, ich habe ja hier schon vor längerer Zeit auch einige Videos zu diesem Thema gemacht, dass eben die dann springen, wenn man die dann ansetzt. Und das ist eben bei den Geräten heutzutage nicht mehr der Fall. Wir haben hier auch einen Brushless-Motor tatsächlich verbaut. Und wie gesagt, alles, was ich euch eben gesagt habe, 8 Zoll, 6 Zoll Schwert ist hier gleich mit dabei. Wir haben 2 Akkus mit dabei, die auch innerhalb von kürzester Zeit wieder aufgeladen werden können. Der Akku hält hier ungefähr eine Stunde. Also ihr könnt dann 2 Stunden insgesamt mit diesem Gerät hier arbeiten, dann macht er mal eine Kaffeepause. In der Zeit sind ja die anderen Akkus auch wieder aufgeladen. 2 Stunden dauert das ungefähr, bis ein Akku wieder voll ist. Da ihr 2 habt, könnt ihr hier nahezu unterbrechungsfrei arbeiten und letztendlich könnt ihr mit so einem Gerät einiges tatsächlich bewerkstelligen. Wenn ihr jetzt natürlich Kaminholz oder sowas machen wollt, dafür ist so ein Gerät natürlich nicht geeignet. Aber mal irgendwie einen Obstbaum zu entasten oder sowas, da ist das natürlich gar kein Problem. So, dann gucken wir uns das Ganze hier einmal an. Wir haben nämlich hier auch noch gleichzeitig so einen Tragekoffer mit dabei, was natürlich auch eine super Geschichte ist, oder Verstaukoffer vielmehr. Wenn wir hier uns das Ganze dann einmal angucken, dann sehen wir, was hier mit drin ist. Und hier haben wir noch eine Besonderheit, die ich bisher noch bei keiner anderen Maschine gehabt habe. Hier habt ihr nämlich noch einen zweiten Handgriff sogar mit dabei, sodass ihr das Gerät auch mit 2 Händen halten könnt. Das bei einer Kettensäge oder bei einer Mini-Kettensäge habe ich bisher so noch nicht gesehen. Dann haben wir hier einmal eine Bedienungsanleitung mit dabei, die recht ausführlich auch in deutscher Sprache ist. Dann haben wir hier Handschuhe mit dabei. Dann haben wir einiges an Werkzeug, sogar Pfeilen haben wir hier mit dabei zum wieder scharf machen von den Ketten. Da verlinke ich euch aber nochmal ein anderes Video. Da gibt es natürlich elektrisches Gerät auch dafür, um so solche Ketten dann wieder scharf zu bekommen. Verlinke ich euch, wie gesagt, mal unten, könnt ihr euch mal angucken. Dann haben wir hier eine kleinere, eine 6 Zoll Säge mit dabei. Natürlich auch die Säge, also Sägekette ist mit dabei. Und wir haben hier natürlich auch das 6 Zoll Schwert mit dabei. Hier könnt ihr euch mal angucken, welche Säge gleich mit oder welche Sägekette hier gleich mit dabei ist, dass ihr die dann bei Bedarf auch nachbestellen könnt. Dann haben wir hier eine Schutzbrille mit dabei. Das ist natürlich jetzt nichts Wertiges, aber besser als gar nichts. Und die solltet ihr auch auf jeden Fall dann aufsetzen. Besser ist natürlich irgendwie noch ein Forstschutzhelm. Ja, auch bei diesen kleinen Kettensägen kann natürlich mal etwas passieren, auch wenn hier die Laufgeschwindigkeit natürlich deutlich geringer ist als bei einer großen Motorsäge. Wir sprechen hier so rund bei 7 oder 8 Meter pro Sekunde ist hier die Laufgeschwindigkeit. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Und bei einer großen Kettensäge, da kann das auch mal 30 oder 40 Meter pro Sekunde betragen, je nachdem, was ihr da für Modelle habt. Und wenn da natürlich die Kette reißt, die fliegt euch dann natürlich um die Ohren oder ins Gesicht, und hier ist das eigentlich nicht so unbedingt der Fall. Ihr habt hier auch nochmal einen Kettenschutz mit dabei, der dann auch hochklappt, wenn ihr durch irgendwelches Material dann durchtaucht, und ihr seht, ihr habt hier tatsächlich auch ein 8 Zoll Schwert drauf, mit Umlenkstern tatsächlich sogar, ist auch bei manchen Kettensägen in dieser Größe dann gar nicht vorhanden. Die Kette ist hier auch gleich noch mit drauf. Ihr habt hier dann ein Spannsystem mit dabei und ihr habt hier die Möglichkeit, den zweiten Handgriff noch anzusetzen. Dann habt ihr hier einen sogenannten, ja, also bei einer
Benzinkettensäge würde man sagen, prima, aber das ist mehr oder minder hier für Öl. Dann habt ihr hier noch ein Sichtfenster, wie viel Kettenöl hier noch mit drin ist. Ihr solltet dann nach Möglichkeit Bio-Kettenöl verwenden und dieses dann nach getaner Arbeit dann auch wieder ablassen und dann die Kette vielleicht auch nochmal irgendwie 30 Sekunden lang laufen lassen oder sowas, dass das Ganze dann nicht verharzt. Denn in der Regel nutzt man diese Gerätschaften ja nicht allzu häufig im Jahr, sage ich mal, und legt die dann wieder weg. Und damit das dann eben länger hält, sollte man das Öl dann wieder ablassen. Ich habe da, wie gesagt, noch so eine Pumpmöglichkeit mit dabei, dass das Fördersystem dann in Betrieb genommen wird. Allerdings haben wir sonst dann eine automatische Schmierung mit dabei und die Kette benetzt sich dann automatisch mit Öl. Auch bei der ersten Inbetriebnahme solltet ihr die Kette erstmal etwas leer laufen lassen, sowieso, weil ihr die dann meistens nochmal nachspannen müsst. Die ist hier schon so ein bisschen zu locker gespannt, die muss ich sowieso gleich nochmal nachspannen. Und ansonsten ist es eben so, dass die sich bei den ersten Umdrehungen dann immer gleich noch so ein bisschen lenkt bzw. hinzuppelt und dann hängt die in der Regel dann durch und da solltet ihr die eh nochmal nachspannen. Also die ersten Betriebsminuten nicht gleich eintauchen, sondern tatsächlich erstmal das Ölfördersystem in Betrieb nehmen. Ja, dann haben wir hier noch eine Sperrfunktion mit dabei. Ist auch bei manchen Kettensägen nicht der Fall. Und dann habt ihr hier den Abzugshebel und hier unten habt ihr dann die Akkuaufnahme, die verrät euch tatsächlich sogar, wie viel Energie noch im Akku mit drin ist. Da ist so eine dreiteilige Unterteilung noch mit dabei. Und ansonsten liegt das Gerät jetzt erstmal schon mal wunderbar in der Hand. Dann haben wir, wie gesagt, hier zwei Akkus noch mit dabei und ein Ladegerät. Das ist hier mit so einem Hohlstecker versehen. Den Hohlstecker steckt ihr dann direkt in den Akku ein. Wie gesagt, ungefähr 2 Stunden lang dauert das, das Ganze dann zu laden. Und dann könnt ihr mit diesen Akkus dann auch loslegen. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, probieren wir das Ganze mal aus. Ich fülle jetzt hier mal ein bisschen Öl ein und dann sägen wir mal eine Runde. So, Säge habe ich jetzt hier mit Öl einmal aufgefüllt und die Kette habe ich jetzt auch schon sozusagen geölt. Einfach ein paar Sekunden laufen lassen und dann funktioniert das Ganze. Und jetzt werden wir das Ganze hier mal an so einem, ja, das ist so, ja, was ist das? Birke wird das sein, ne? Oder nee, ist keine Birke. Was ist das hier? Kiefer? Kiefer wird das sein. Da werde ich jetzt mal gucken, ob wir hier so ein Stück rausgeschnitten bekommen. Und natürlich hier durch den zweiten Handgriff ist das natürlich jetzt eine super Geschichte. Dann wird sie logischerweise nicht springen. Und ich werde jetzt hier mal ausprobieren, ob wir hier tatsächlich auch eintauchen können. So, natürlich war der Akku jetzt leer, aber was auch toll ist, kann ich euch danach gleich zeigen. Der BL1830 von Makita passt hier auch hervorragend drauf und die Maschine funktioniert also auch mit Makita-Akkus. Den habe ich jetzt voll aufgeladen auf jeden Fall, also jetzt probieren wir es mal richtig aus. So, das habt ihr gesehen, man kann sogar mit dieser Säge tatsächlich eintauchen, dadurch, dass wir hier einen zweiten Handgriff mit dran haben. Wir probieren es aber mal so aus, ob ich den jetzt auch mit einer Hand hier führen kann, ob die dann anfängt zu springen. Ich werde jetzt natürlich nicht eintauchen, aber seitlich können wir das natürlich auch gut beobachten. Also einwandfrei, da ist nichts gesprungen. Also wirklich beeindruckend, was mit dieser Säge hier so möglich ist, was ein zweiter Handgriff tatsächlich ausmacht. Aber ihr habt auch gesehen, beim normalen Eintauchen mit einer Hand ist die jetzt auch nicht hin und her gesprungen, so wie das bei den älteren Modellen damals dann der Fall gewesen ist. Also hier gar kein Problem. Ihr habt gesehen, die hat auf jeden Fall eine Menge Kraft. Dadurch, dass sie Makita-kompatibel ist, fällt sie natürlich jetzt für noch mehr Leute ins Gewicht, denke ich mal. Wenn man das Makita-Universum oder das Makita-Ökosystem von den Akkus schon daheim hat, dann kann man das hier in Addition natürlich prima gleich dazu kaufen. Ich bin auf jeden Fall dolle gespannt auf eure Kommentare. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mit wieder einschaltet und sage bis dahin. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed, all the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.